Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute die fünf teuersten Hotels der Welt. Ja, ich glaube, wir wollen alle irgendwann dahin, zu den fünf teuersten Hotels der Welt. Mit teuren Wasserhähnen, coolen Jacuzzis und einem hauseigenen Butler. So ist ungefähr die Vorstellung, wie wir das alle gern hätten. Die Wahrheit sieht dann oft ganz anders aus, aber wir schauen trotzdem mal rein mit Platz Nummer 1, The Grand Penthouse in New York. Das Grand Penthouse im The Mark Hotel in der Stadt der Träume New York ist aktuell das teuerste Hotel der Welt. Auf ca. 445 Quadratmeter erstreckt sich das Grand Penthouse mit insgesamt 5 Schlafzimmern. Ein privater Aufzug bringt die Gäste direkt auf die Dachterrasse mit atemberaubendem Blick über ganz New York. Von der Terrasse aus blickt man auf das Metropolitan Kunstmuseum und den Central Park. Das Grand Penthouse punktet mit maßgeschneiderten Möbeln, eine Bibliothek, 2 Bars und einem überdimensionalen Esszimmer. Der hoteleigene Küchenchef serviert den The Mark Hotel Gästen auf der Terrasse exquisit zubereitete Menüs. Es gibt sogar einen privaten Friseur und eine 24-Stunden-Anzugschneiderei für die Penthouse-Gäste. Na, was schätzt ihr, kostet der Penthouse-Spaß? Jetzt geht's los. Das Grand Penthouse des The Mark Hotels kostet inklusive Steuern und Gebühren phänomenale 94.000 Euro. Platz Nummer 2. President Wilson Hotel in der Schweiz. Eines der teuersten Hotels der Welt liegt in der französischen Schweiz in Genf. Die Royal Penthouse Suite in der französischen Schweiz gilt als größte und luxuriöseste Hotelsuite in Europa und bietet einen Panoramablick über den Genfer See und die Schweizer Alpen. Mit 12 Schlafzimmern, 12 Bädern, einem Piano und einer Sammlung teurer Kunst kostet eine Nacht im President Wilson Hotel sage und schreibe 62.000 Euro pro Nacht. Für weiteren Luxus sorgt ein eigener Billardtisch, ein exklusiver Aufzug und ein privates Fitnessstudio. Die Suite misst 1.680 Quadratmeter mit einem 240 Quadratmeter großen Wohnzimmer und einem ca. 100 Zoll großen Cinema-Bildschirm. In der Royal Penthouse Suite kuschelten bereits berühmte Personen wie Bill Clinton, Michael Jackson, Bill Gates und Rihanna. Kommen wir zum Hotelraum Nummer 3, die Warner Penthouse Suite im Four Seasons Hotel. Das Four Seasons Hotel in New York beherbergt eines der teuersten Hotels in New York. Benannt nach dem Milliardärbesitzer des Four Seasons ist die Tri-Warner Suite die teuerste Suite des ganzen Hotels. Der Bau des Tri-Warner Penthouses dauerte unglaubliche 7 Jahre und kostete unfassbare 50 Millionen Dollar. Das Penthouse ist 400 Quadratmeter groß und befindet sich direkt in Manhattan im windigen 200 Metern Höhe. Das Tri-Warner Penthouse ist zum großen Teil komplett verglast und zaubert so einen 360-Grad-Blick über die Skyline von New York. Auf einem großen Glasbalkon kann man mit Hilfe des vergoldeten Fernglases die Stadt entdecken. Die Suite ist ausgestattet mit einem Piano, einer Bibliothek und einem vergoldeten Fernglas. Ein besonderes Highlight ist der eigene Chauffeur, der die Gäste mit einem Rolls-Royce-Wagen durch die Stadt kutschiert. Nicht zu vergessen ist die private Masseurin auf dem Zimmer. Eine Nacht im Tri-Warner Penthouse kostet unglaubliche 54.000 Euro pro Nacht. Ja, kommen wir jetzt zum Hotelraum Nummer 4. Die Penthouse Suite im Grand Hyatt Cannes de la Martinez. Auf der 7. Etage des Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez in Cannes befindet sich die atemberaubende Penthouse Suite. Mit 4 großen Schlafzimmern, 2 Wohnzimmern und 2 Esszimmern erstreckt sich das Penthouse auf 300 Quadratmeter. Das größte Highlight der Penthouse Suite ist die 290 Quadratmeter große Tachterrasse mit einem Jacuzzi und einer wunderschönen Aussicht über die Küste Cannes. Außerdem begeistert die Suite mit einem eigenen Hammam, Butler-Service und eigener Sauna. Und nun die Frage aller Fragen, was kostet die Nacht in der teuersten Suite Cannes? Ihr könnt die Penthouse Suite für 39.000 Euro die Nacht buchen. Das ist doch ein Schnäppchen. Kommen wir nun zum Platz Nummer 5. Maharajas Pavilion im Raj Palace in Indien. In Indien ist eines der teuersten Hotels ganz Asiens. Der ehemalige Palast Maharaja, der 1727 erbaut wurde,
ist heute das Raj Palace Hotel in Jaipur, Indien. Die pinke Stadt Jingapur beherrscht das Raj Palace auf 4 Stockwerken des Maharaja Pavillon, der die Nacht $34.000 kostet. Eine erstaunliche Summe für indische Verhältnisse. Dennoch sind die Zimmer des Raj Palace stets ausgebucht. Wie es sich für ein Luxushotel gehört, gelangen die Gäste der Pavillon Suite mit einem privaten Lift in die Hotelräume. Auf 4 Stockwerken und 1.485 Quadratmeter erstrecken sich purer Luxus. Der Maharajas Pavillon überzeugt mit einer eigenen Bar, vergoldeten Wänden und einem privaten Museum, einem Jacuzzi, einem Schwimmbad, einer Bibliothek und nicht zu vergessen einem hauseigenen Butler. So, das war schon wieder mit den 5 teuersten Hotels der Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr neue Videovorschläge habt, schreibt es auch rein. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.